Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge von meiner Seite aus. Und zwar sind wir heute wieder bei King of the Road. Das wird wieder spannend, das wird wieder spektakulär. Aber bevor es losgeht, nochmal ein dickes Dankeschön für die Einsendungen eurer Dashcam-Videos. Und hier nochmal der Aufruf, wenn ihr was Interessantes habt, aufgenommen habt, wo ihr sagt, das würde den Fahrlehrer interessieren, immer her mit euren Videos. Die E-Mail-Adresse ist hier in der Beschreibung. Ja, und dann vielleicht sehen wir uns im Video dann wieder mit euren Clip. Und jetzt würde ich sagen, los geht's. Entschuldigung, auf geht der Peter. Au! Wie kann man denn so einen Pilz übersehen? Da hat man die Einfahrt ein bisschen verplant. Und schön hier, da hilft auch der beste SUV nicht. Ach du Schreck, das reißt ja da unten alles kaputt. Ach du Schreck, okay. Куда лезет, непонятно. Там майские. So, anscheinend möchte dieser LKW umkehren. Der Pfosten oder Pfahl, wie auch immer, der sieht auch schon sehr mitgenommen aus. So. Vor allem, wo kommt der her? Was? Wo kommt der her? Wo? Hä? Okay. Okay. Hä? Okay. Alles klar, ich lasse mal stehen. Ich lasse. Oh, was ist. Alter Schwede. Anscheinend hat er keine Gummi mehr auf dem Felgen. Auf dem Reifen. Alter. Somit kann er das Fahrzeug auch nicht mehr lenken. Und natürlich rutscht er wie auf Eis dort lang und rammt die anderen Autos, die parkenden. Guck dir das an. Was stimmt denn mit den Leuten nicht? Oh, ja, das war die Fliehkraft ein bisschen zu schnell. Vielleicht noch in der Kurve beim Abbiegen noch ein bisschen Gas gegeben. Ja, dann bricht das Ding halt aus. So, wir schauen uns ihn hier an. Okay, Geisterfahrer. Zu früh, ja, wie kommst du jetzt rüber? Ha, zu früh abgebogen, ja, Gegenverkehr, jetzt merkt er, Kacke. Aber guck mal, schön gelöst. Oh, 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 nein, 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 nein. Ah, 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 ah. Aha. Aha. Wir machen auch im Ausland nicht Halt vor dem König. Das ist so, wenn du das Gefühl hast, du bist der Einzige, der um 3 Uhr früh zur Arbeit muss, weil du die Frühschicht hast und denkst so, wenn ich jetzt aufstehen muss, liebe Freunde, sollt ihr alle was davon haben? Was? Vielen Dank. 3.10 Uhr, ich kenne das Video nicht, ja, ich habe vorher nicht gesehen. 3.10 Uhr, so machst du dir Freunde. Ja, noch mal sehen. Hinten habe ich auch so reagiert. Oh, er kommt wieder. Um 3.11 Uhr. Er kommt wieder. Ich möchte gerne mal den Grund wissen. Kann ich auch. Kommt er nochmal? Oh, jetzt kommt die Polizei. So, bei uns geht's weiter. Oh, da ist jemand auf dem Fahrradweg. Seht ihr das? Hier oben sieht man da sehr schön Fahrradweg. Zweispurig einmal hin, also jede Richtung eine Spur. Ja, benutzt man für eine Abkürzung, wie auch immer. Aber er hat Warnblink an. Wir wissen ja, Warnblink enthebelt die komplette SDVO. Aber
Aber was ist sein Auftrag? Was ist sein Ziel? Wir wissen es nicht. Also, ich denke mal eine Einbahnstraße. Er muss aber jetzt so lang, also Gegenrichtung der Einbahnstraße und denkt sich, ja verdammt, dann nehme ich doch den Fahrradweg. Ja. So was Bescheuertes, ehrlich. So, darf er, geradeaus darf er immer noch nicht. Wir sehen es hier, Durchfahrt verboten. Also immer noch eine Einbahnstraße. Also ihm bleibt jetzt nichts anderes übrig. Und da darf er auch nicht rein. Hier, darf er auch nicht reinfahren, auch eine Einbahnstraße. Also egal wie, am besten wenden und die ganze Schose wieder zurück. Jetzt fährt er wieder. Ah. Planlos geht er planlos. So. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Oh. Es ist aber auch eine durchgezogene Linie da. Also ich denke mal, das wird dasselbe bedeuten wie bei uns. Durchgezogene Linie, sollst du nicht drüber fahren. Wir haben sogar eine doppelte durchgezogene Linie. Ich weiß nicht, wie es dort geregelt ist mit den durchgezogenen Linien. Aber ich denke mal schon, dass es nicht der Sinn ist, hier drüber zu fahren, um dann rechts jetzt hier auf den Parkplatz zu fahren. Und das noch in der Kurve. Außerorts. Ui. Close. Was? Der hatte doch rechts Platz gehabt. Oh. Oh, das schnuppert doch hier nach Aquaplaning. Wir schauen uns das an. Das ist eine Überschwemmung. Kommt der da durch? Vorsichtig mal. Okay. Bei sowas immer vorsichtig sein. Das kann euch wirklich den Motorblock zersprengen. Okay, der kriegt feuchte Füße. Ach du Schreck, das wird immer tiefer. Wow, okay. Da ist es. Da ist es passiert. Der Motor ist platt. Oder kommt er noch raus? Nee, der Motor ist platt, oder? Ist es ein BMW? Freunde, ist es wirklich ein BMW? Ist das wieder so typisch? Ich weiß nicht, in welchem Land das ist. Ja, selbst hier. Das Klischee des BMW-Fahrers, ist das weltweit bekannt? Das ist doch ein BMW, oder? Wie kam der da hin? Absichtlich? Come on, das muss auch absichtlich passiert sein, oder? Also so eine lange Strecke auf den Schienen zurückgelegt. Vielleicht wollte er was abkürzen, Rückstau, keine Ahnung. So, LKW. Jetzt bremst er. Oh. Auch wieder die Ausfahrt verpasst. Die kommen ja immer so plötzlich, die Ausfahrten. Pam, sind sie da. Und dann musst du agieren. Und schön ausgebremst. Also wie kann man, also bitte, wie kann man denn LKW schneiden? Das ist... Naja, gut. So, wir sind auf Moped. Alter, haben sie dich jetzt berührt, oder... Eieiei. Boah. Ah, ihnen ist nichts passiert. Also, deswegen immer schön rechts fahren. PKW schön rechts bleiben. Motorrad wäre jetzt auch cool gewesen, wenn er so ein bisschen weiter rechts geblieben wäre. Wenn alle beide schön rechts gefahren wären, wäre das kein Problem gewesen. So, wir achten auf den Bus. Wie geil ist das denn? Habt ihr gesehen hier mit einer Anzeige? Mit einem Countdown. Sehr schön. Und... Rotlichtverstoß! Jawohl! Ich würde mir wünschen, dass es überall so ist. Das erste Mal habe ich das Ding in Polen gesehen. Ich habe mir mal sagen lassen, in Deutschland gibt es auch sowas. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wo genau in Deutschland? Die Leute geben erst Ruhe, wenn sie informiert sind.
Und wenn ich informiert bin, wann es wieder grün wird, dann bin ich auch ein bisschen entspannter. Sollten wir alle haben. Wo kam der her? Achso, der ist einfach auf dem Fahrradweg rüber. Der Weg müsste doch auch rot haben, oder nicht? Vielleicht denkt er, ja gut, wenn ich auf dem Fahrradweg über rot fahre, ist nicht so schlimm, als wenn ich auf der Fahrbahn über rot fahre, oder? Also doof kannst du nicht denken, wie manche Leute denken. Also, hier kommt eine Ausfahrt. Er möchte gerne auf die Ausfahrt drauf, bremst jetzt erstmal stark ab. Auf der Autobahn generell bremsen ist immer eine gefährliche Geschichte. Ja? Darum gibt es ja die Ausfahrtspur, wo du drauf fahren kannst und dann kannst du in Ruhe abbremsen. Er sieht jetzt hier, oh, hier ist voll, ich bremse mal ab, gucke mal, lohnt sich das? Gefährdet uns natürlich, weil wir auf der Spur sind, wo wir eigentlich Gas geben dürfen. So ihr Lieben, das war schon wieder gewesen. Ich hatte sehr viel Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr hattet auch sehr viel Spaß gehabt. Wenn ja, abonnieren, liken, netten Kommentar drunter schreiben und vergesst mir nicht, eure Dashcam-Videos zuzuschicken. Ich will sie haben, ich will sie alle, wenn sie interessant sind. Wenn irgendwas dabei ist, Verstoße oder irgendwelche komplizierten Verkehrssituationen, die ich analysieren soll, wenn ich auf eure Videos reacten soll, weil da irgendwas Tolles passiert ist, wie auch immer, schickt die mir, wie gesagt, E-Mail-Adresse ist in der Beschreibung. Das war er, ich bin raus. Dankeschön und gehabt euch wohl, meine Lieben. Euer Fahrlehrer des Vertrauens.